Es ist der Beginn einer neuen Ära der Astronomie. Zum ersten Mal finden Wissenschaftler geisterhafte Teilchen, die nicht nur außerirdisch, sondern sogar außergalaktisch sind. Sie kommen aus Millionen Lichtjahren Entfernung, von dort, wo Sterne explodieren oder supermassive schwarze Löcher in gewaltigen Strudeln kosmische Materie verschlucken. Neutrinos. Sie sind die häufigsten Elementarteilchen überhaupt und die geheimnisvollsten. In jeder Sekunde rasen 100 Billionen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch unsere Körper, ohne dass wir auch nur das Geringste davon spüren. Sie bewegen sich ungehindert durch das All, weil sie alles mühelos durchfliegen können. Für mich kommt das Neutrino dem, was wir uns gerade noch vorstellen können, am nächsten. Es hat keine Größe, keine Ladung, eine verschwindend geringe Masse und es interagiert so schwach mit allem, was wir kennen. Es ist fast nichts. Doch letztlich ist das Neutrino nicht nichts. Es könnte der Schlüssel zum Universum sein. Für Astrophysiker ist das Universum ein riesiges Labor, in dem das meiste noch unentdeckt ist. Die Materie, aus der Sterne, Planeten, kosmische Gaswolken und auch der Mensch besteht, bringt nur magere 5% des Universums auf die Waage. Der Rest ist ein großes, ungelöstes Rätsel. Zur Erforschung des Universums reichen die menschlichen Augen alleine schon längst nicht mehr aus. Die Astrophysiker suchen nach Hilfsmitteln, die ihnen Einblick in die gewaltigsten Ereignisse im Kosmos verschaffen, für die sie viele Theorien, aber nur spärliche Informationen haben. Das sind eben nicht einfach nur Neutrinos, und in diesem Falle welche mit hoher Energie, sondern das sind Neutrinos, die eine Botschaft tragen. Das sind Botschafter. Und die sagen uns was aus über das Objekt. Und dieses Objekt muss eins gewesen sein, bei dem wahnsinnig hohe Energien freigesetzt werden. Also viel, viel höher als in der Sonne. Wir gucken zum Beispiel auf Neutrinos aus Vernichtungsprozessen dunkler Materie. Also eventuell sehen wir ein Anzeichen dafür, was dunkle Materie ist. Vor 10 Jahren hat eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern begonnen, einen gigantischen Detektor zu bauen, um diese hochenergetischen Neutrinos zu fangen. An einem der abgelegensten Orte der Welt, dem Südpol. In der Tiefe des Eises wollen die Wissenschaftler nach Lichtblitzen suchen, die ein Neutrino auslöst, wenn es doch einmal mit Materie kollidiert. Mit einer mobilen Bohrstation hat das Forscherteam unzählige Löcher kilometertief in den antarktischen Eispanzer geschmolzen. Hier ist das Eis so tief und rein, dass der Kubikkilometer große Detektor genügend Platz und ideale Bedingungen hat. Ein Heißwasserbohrer, den sein eigenes Gewicht beim Schmelzen nach unten zieht, hat für Fotosensoren einen Weg ins kristallklare Eis gebahnt. Die obere Schicht des Eispanzers sind Schneemassen. Die Schneeflocken verwandeln sich, wenn sie über viele tausend Jahre immer tiefer nach unten gedrückt werden, von grazilen Eiskristallen zu kompaktem, transparentem Eis. Aus den meterhohen Flocken wird zunächst Firn, eine verdichtete Eisklumpenschicht. Immer mehr Schnee presst die Luft aus dem Firn. Immer dichter und fester wird er, bis er schließlich ein fast luftfreier Eiskörper ist. In die Bohrlöcher haben die Forscher basketballgroße Fotosensoren an einzelnen Strängen wie Perlschnüre aufgereiht ins Eis eingelassen. Bis in 2,5 Kilometern Tiefe. Innerhalb eines einzigen Tages friert das Bohrloch wieder zu. Yeah.
Am Ende der Bohrungen sind es 1000 mal 1000 mal 1000 Meter Eis voller Sensoren. Der gigantische Detektor ist nun bereit. Tief unten im kristallklaren Eis, wo es stockdunkel ist, warten tausende hochsensitive Fotosensoren auf minimale, aber weitreichende Lichtspuren. Doch diese Lichtspuren entstehen nur, wenn ein Neutrino mit einem Eisatom kollidiert. 2013 erkannten die Wissenschaftler erstmals auffällige Lichtspuren im IceCube-Detektor. Das Neutrino selbst kann man nicht fangen, nicht? Das Neutrino, wenn man Glück hat, macht eine Reaktion, trifft also, sagen wir mal, auf einen Atomkern. Und was es da macht, es löst sekundäre Teilchen aus. Und einige von ihnen bewegen sich hunderte von Metern bis Kilometer weit geradlinig durch die Materie und ziehen dabei einen Lichtkegel hinter sich her, der nach seinem Entdecker Tscherenkow-Licht genannt wird. Und dieses Licht weisen wir nach. Und dann kamen diese beiden Ereignisse, Ernie und Bert, die eine so hohe Energie hatten, dass es extrem unwahrscheinlich war, dass die in der Erdatmosphäre erzeugt worden sind. Diese Neutrinos mussten also von außerhalb unseres Sonnensystems stammen. Ein kosmisches Neutrino, das viel kleiner als ein Atomkern ist, hinterlässt nach dem Zusammenstoß mit einem Eisatom eine Lichtspur von mehreren hundert Metern Ausdehnung. Ernie und Bert haben die Wissenschaftler ihre Entdeckungen genannt. Der Durchbruch nach jahrzehntelanger Forschung. Überall auf der Welt wird nach diesen Botenteilchen aus dem fernen Universum geforscht. Auch auf der anderen Seite des Planeten, in Europa. Ein Forschungsinstitut an der Küste vor Toulon ist der Ausgangspunkt für ein gewaltiges Mittelmeerprojekt. Der Leuchtturmarchitekt Pasha ließ es im 19. Jahrhundert errichten. Heute laufen hier die Daten winziger Lichtblitze aus dem Meer ein. Die Wissenschaftler wollen hier vor allem die sogenannten Oszillationen der Neutrinos, ihre Verwandlungen in drei unterschiedliche Typen entlang ihrer Flugbahn, entschlüsseln. Antares, der kleine Prototyp eines Neutrino-Tiefseedetektors vor der südfranzösischen Küste, sendet schon jetzt seine Daten hierher. Noch ist es nur ein Prototyp. Binnen weniger Jahre soll ein Kubikkilometer großes Detektorenfeld entstehen. KM3-Net. Hier entspricht jedes Feld einem Detektorenstrang unseres Prototyps im Meer. Jedes der Kreuze hier steht für den Ort und den Zeitpunkt einer Lichtreaktion. Diese Linie hier ist eine Art Timeline der Zählraten unserer optischen Sensoren. Tatsächlich ist die Hauptquelle des Lichts, das tief unten im Mittelmeer auf den Detektor trifft, die natürliche Radioaktivität des Meersalzes, das kleine Lichtmengen aussendet. Das ist ein stetiges Grundrauschen für unseren Detektor. Ab und zu sehen wir aber, dass diese Lichtmenge, die aus dem Wasser stammt, plötzlich deutlich ansteigt. Das ist die Biolumineszenz im Meer. Kleine Organismen, die selbst leuchten können. Wenn einer dieser Leuchtorganismen unserem Detektor nahe kommt oder sogar mit ihm zusammenstößt und einen Mini-Unfall verursacht, bei dem er einen kleinen Lichtblitz ausstößt, sehen wir das hier. Ziel unserer Forschungen zur Biolumineszenz ist der Zusammenhang zwischen den Biolumineszenzwerten und den physischen Parametern des Mittelmeers, das ja ein kleiner Ozean ist. Insbesondere die Temperatur und der Salzgehalt haben große Auswirkungen auf die Verhaltensweise, Bewegungsmuster, Mischverhältnisse und Strömungen der Wassermassen. Diese Abhängigkeiten wollen wir besser verstehen.
KM3Net wird ein multifunktionales Messinstrument im Meer sein, das Daten für Biologie, Geologie und die Physik liefern kann. Neben den Neutrinos können die Forscher schon heute spezifische Wal- und Delfinarten im Mittelmeer aufspüren. Hier ist die abgelaufene Zeit und in der Vertikalen kann ich die Frequenz der Geräusche ablesen. Jedes Mal, wenn ein Signal erkannt wird, sehe ich einen Farbcode und höre ein Klickgeräusch. So kann ich in Echtzeit kurze Breitbandsignale, also Klicks, hören, einige Millisekunden, nachdem sie Delfine oder Wale, insbesondere Zahnwale oder Pottwale, gesendet haben. Vor 20 Jahren haben wir mit der Entwicklung des Antares-Teleskops begonnen. Es hat uns einige Zeit und Mühen gekostet, die Infrastruktur für einen so großen Tiefseedetektor zu entwickeln. Antares hat 12 Detektorenstränge. Unser zukünftiger Detektor, KM3Net, wird viele hundert Stränge im Meer haben und die Wahrscheinlichkeit der Reaktionen drastisch erhöhen. Nach unseren Berechnungen müssten wir aufgrund der Größe dieses neuen Detektors unzählige Neutrino-Ereignisse mehr nachweisen können. Von Neutrinos sind wir permanent umgeben. Doch woher Neutrinos kommen, die Energien haben, die tausendmal höher sind als die aus dem größten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem LHC in Genf, wissen wir nicht. Naja, also die allertrivialste Neutrino-Quelle sind wir selbst. Also jeder Mensch hat in seinem Körper Kalium und da gibt es ein Isotop, eine kleine Beimischung von einem Isotop, Kalium-40, und das macht Beta-Zerfälle, sogenannte Beta-Zerfälle, und dabei werden Neutrinos erzeugt. Also wir senden so 4.000-5.000 Neutrinos pro Sekunde aus, unser Körper. Aber die für uns wichtigen sind wahrscheinlich die Sonnenneutrinos, die auch nachgewiesen worden sind schon. Und da ist es wirklich so, dass auf jeden Quadratzentimeter, also auf jeden Daumennagel, treffen pro Sekunde 60 Milliarden Neutrinos von der Sonne ein. Und zwar völlig egal, wo ich mich befinde, ob auf der sonnenabgewandten Seite, ob auf der sonnenzugewandten Seite oder in der tiefen Höhle, etwa 60 Milliarden Neutrinos. Die Sonne verbrennt in ihrem Inneren Wasserstoff bei 15 Millionen Grad Celsius. Dabei entstehen neben Lichtteilchen auch Neutrinos. Das für Menschen sichtbare Licht braucht hunderttausende Jahre, um dem dichten Sonnenkern zu entkommen. Nur die Neutrinos können der Sonne sofort entweichen. Schon 8 Minuten nach ihrer Entstehung erreichen sie die Erde. Doch es sind Niederenergie-Neutrinos. Wir suchen nach Neutrinos, die aus ganz anderen Prozessen kommen, die also nicht von Kernreaktionen kommen, sondern die von Beschleunigungsreaktionen kommen, also von kosmischen Versionen von diesem Genfer Beschleuniger, bloß eben viel, viel, viel größer und viel energetischer. Und da hoffen wir, dass die Neutrinos uns Informationen geben, die wir auf anderem Wege nicht erhalten können. Neutrinos sind ein kleiner Teil der kosmischen Strahlung, die ständig auf die Erdatmosphäre niederprasselt. Diese Strahlung ist zwar schon seit gut 100 Jahren bekannt, aber wo und wie genau diese Teilchen entstehen, ist immer noch ein Rätsel. Fest steht, es ist eine hochenergetische Teilchenstrahlung, die vor allem aus Protonen und Atomkernen besteht. Nun ist es so, dass diese geladenen Teilchen in kosmischen Magnetfeldern abgelenkt werden. Das heißt, die meandern da irgendwie durch den Raum und wenn sie von hier kommen, machen sie vielleicht so eine Bahn und erreichen auf der Erde von dieser Seite. Und wir wissen nicht, wie ihre Ursprungsrichtung war. Das heißt, wir brauchen neutrale Teilchen, die nicht abgelenkt werden durch Magnetfelder. Und da sind eben Neutrinos in gewisser Weise ideal, weil sie erstens neutral sind, zweitens auch aus dichten, kompakten Objekten herauskommen, aus denen Licht aber nicht rauskommt und die auch sich durch Staubschichten im Universum ungestört ausbreiten können. Im Mittelmeer wird in den kommenden Jahren der KM3Net-Detektor entstehen. Gebaut wird er in 3 Teilen, jeweils bis zu 4 Kilometer tief vor den Küsten Italiens, Frankreichs und Griechenlands, die sich digital zu einem Großdetektor zusammenschließen werden.
In seiner maximalen Ausdehnung wird KM3-Net 10 Kubikkilometer groß sein. Wie bei Ice Cube am Südpol das Eis, wird für KM3-Net Wasser das Nachweismedium sein. Doch die Tiefen des Meeres stellen ganz andere Anforderungen an Plan und Bau des Detektors. Um die Daten aus dem Wasser auslesen zu können, installieren die Wissenschaftler eine Infrastruktur auf dem Meeresgrund, die die Daten sammelt und gebündelt über spezielle Tiefseekabel an die Küsten in die Analysestationen führt. Mit einem Instrument, das die Ingenieure WORM nennen, graben sie mit hohem Wasserdruck in die oberen Muschel- und Steinschichten eine tiefe Rinne auf den Meeresboden, bis sie auf eine härtere Gesteinsschicht stoßen. Auf diese feste Basis legt der immer mitschwimmende Taucher das Kabel und überdeckt es dann sofort wieder mit Muschelkalk und Schlamm, um es zu schützen. Um den Detektor mit Energie zu versorgen und auch um die Daten vom Meer auf das Land zu transferieren, nutzen wir Tiefseekabel, die in ihrer Bauweise den Telefonkabeln ähnlich sind. Die Daten übertragen wir mit diesen optischen Glasfasern. Im KM3-Net-Kabel haben wir jeweils 36 Glasfasern. Um die Kabel vor Bootsankern zu schützen, haben wir zwei extra starke Metallschutzhüllen um das Kabel gelegt. Eine innere Schicht und eine stärkere äußere Schicht. Aber diesen starken Schutz nutzen wir nur in Küstennähe. Weiter draußen reicht dann eine Schutzschicht. Und unterhalb von 1000 Metern Meerestiefe brauchen wir keine schützende Umhüllung mehr. Dort reicht dann das einfache Polyethylenkabel aus. In Zeuthen, südlich von Berlin, ist einer der maßgeblichen Standorte der Neutrino-Forschung. Das deutsche Elektronensynchrotron DESY. Hier hat eine Gruppe von Teilchenphysikern die Sensoren, aus denen Ice Cube am Südpol aufgebaut ist, entwickelt. In dieser Glaskugel befindet sich eine Fotovervielfacherröhre. Das ist sozusagen das, was innen drin steckt. Und die ist sehr lichtsensitiv. Also wenn ein Photon hier auf diese Seite einfällt, ein einzelnes, dann erzeugt das hier einen ganz kleinen elektrischen Strom. Und diesen elektrischen Strom, den kann man auslesen. Und dafür gibt es Elektronik. Und diese Elektronik, die sieht man hier. Also ich zeige das mal so, ich nehme das hier mal ab. Das ist also die Glaskugel, die den Sensor vor dem großen Druck im Inneren in der Tiefe des Eises schützt. Und im Inneren hat man jetzt diese Elektronik, die diesen winzigen elektrischen Strom verstärkt und digitalisiert und dann ein digitales Signal an die Oberfläche schickt. Tausende synchronisierte Sensoren messen den genauen Zeitpunkt und die Stärke der Lichtereignisse und melden sie weiter. Im Labor arbeiten die Wissenschaftler bereits an den nächsten Generationen der Lichtsensoren. Kostengünstiger sollen sie sein, einfacher und effizienter. Eine Idee ist, das Cherenkov-Licht über beschichtete Röhren weiterzuleiten. Es ist ultraviolettes Licht, das die Wissenschaftler suchen. Postdoc Jakob von Santen bereitet sich auf seinen ersten Einsatz am Südpol vor. Man muss erstmal kerngesund sein. Das heißt, man muss sich gründlich ärztlich untersuchen lassen. Und dann bekommt man irgendwann einen Bescheid, dass man tatsächlich fahren darf. Und dann macht man sich auf der Reise erstmal nach Neuseeland. Von hier aus privat nach Christchurch auf der Südinsel. Da wartet man einigen Tagen, bis das Wetter stimmt. Und dann kann man 8 Stunden fliegen zur Küste von der Antarktis. Da wartet man weitere paar Tage, vielleicht, bis man dann zum Südpol fliegen kann. Das dauert da dann nur 1,5 Stunden. Ich arbeite schon länger bei IceCube, habe mein Experiment noch nie gesehen. Darauf freue ich mich insbesondere, und dann in so einen besonderen Ort zu kommen, wo tatsächlich noch insgesamt wenige Menschen waren.
Schon die lange Reise zum Südpol ist für den Wissenschaftler ein Abenteuer. Die Antarktis ist größer als Europa. Ihre Fläche umfasst das Land, das Festlandeis und die großen Eisschelfe. 98% des Gebietes sind von Schnee und Eis bedeckt. Im Sommer schmilzt das Eis um den Südkontinent auf 3 Millionen Quadratkilometer, ein Sechstel der Winterfläche. Durch die große Geländehöhe, die extrem niedrigen Temperaturen und den wenigen Niederschlag ist die Antarktis auch die trockenste Region und damit die größte Wüste der Welt. Viele Tage dauert es, bis Van Santen endlich die Antarktis erreicht. Die letzte Etappe der Reise, vom Rand der Antarktis, fliegt er mit einer Versorgungsmaschine der US-Armee. Er landet auf 3000 Meter Höhe des Eispanzers am Südpol. Jetzt, im Sommer, ist die Hochsaison. Die Wissenschaftler kommen nur im antarktischen Sommer, um zu forschen. Im Winter bleibt nur eine zähe Rumpftruppe in eisiger Kälte und Dunkelheit zurück, um den Detektor am Laufen zu halten. Bei allen Polreisenden ist die Freude, endlich den Südpol zu erreichen, groß. Doch schon bei der Ankunft werden einige höhenkrank und müssen sich zunächst ein paar Tage akklimatisieren. Die neue Amundsen-Scott-Südpolstation ist für die Wissenschaftler eine Oase mitten in der Eiswüste. Sie garantiert das Überleben. In der Station können mehrere hundert Menschen leben. Hier ist alles praktisch und einfach. Doch Scott und Amundsen, die vor mehr als 100 Jahren den Südpol entdeckten, würden über den Komfort und die Technik am Pol wohl staunen. Hier ist ein Hotspot der Astrophysik. Tief unten im ewigen Eis entdeckt Ice Cube kosmische Lichtsignale. Ice Cube fahndet nach Neutrinos, die die Erde einmal durchflogen haben, die also auf der Nordhalbkugel eingetreten sind. Nach Neutrinos, die auf der Südhalbkugel einfliegen, wird im Norden am Mittelmeer gesucht. Denn nur Neutrinos können durch die Erde fliegen. Auch der KM3-Net-Detektor wird nach Teilchen fahnden, die die Erde einmal gekreuzt haben. Da das Mittelmeer über 5000 Meter tief ist, ist hier in Catania ein idealer Forschungsstandort. Vor allem für die Forscher. Vor der Küste Siziliens will eine europäische Forschergruppe den ersten Teil des Detektors am Boden des Meeres verankern. Physiker adaptieren hier die Architektur der Fotosensoren an die Bedingungen in den Tiefen des Meeres. Wasserdruck, Salz und Strömungen stellen die Forscher vor große Herausforderungen, die sensible Elektronik zu schützen und jederzeit genaueste Messungen zu gewährleisten. Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass diese Objekte in 4000 Metern Tiefe im Meer platziert werden müssen. Alles muss stimmen, denn es ist extrem schwierig, sie wieder aus dem Meer zu ziehen, um sie zu reparieren. Deshalb muss alles perfekt funktionieren, bevor die Mission auf See beginnt. Die Herstellung dauert sehr lange und erfordert mehrere Testläufe, bevor jedes optische Modul für die Integration im Meer freigegeben wird. Nach außen müssen die Forscher die Instrumente vor dem hohen Wasserdruck und dem aggressiven Salzwasser schützen. Diese Art der Physik, die Physik der astrophysikalischen Neutrinos, ist ein wirklich neuer Zweig der Physik. Das ist absolut innovativ. Wir werden mit diesen Neutrinos den Himmel neu kartieren. Die Physikerinnen registrieren die Sensoren, um die Daten aus der Tiefe später genau zuordnen zu können. In der Scott-Amundsen-Station am Südpol hat sich Physiker Van Santen inzwischen eingelebt.
Zu Fuß kann er sein eigentliches Ziel, den Ice Cube, erreichen. Wir haben heute herrliches Wetter, fast kein Wind, minus 30 Grad, strahlender Sonnenschein. Die Station ist jetzt ungefähr 500 Meter hinter mir. Es sind noch 500 Meter zur Ice Cube Labor, wo ich jetzt hinspaziere, um zu schauen, wie es unserem Detektor geht. Diese Stäbe und Bahnen sind fast alles, was man noch überirdisch von Ice Cube sieht. Der größte Teil des Detektors liegt 1,5 Kilometer unter meinen Füßen. Ice Cube ist ein Neutrino-Detektor der Superlative. Ein gigantischer Hightech-Eiswürfel. 2,5 Kilometer tief im ewigen Eis des Südpols eingefroren. Hier herrscht vollkommene Dunkelheit und das Eis ist extrem rein. Licht kann den Ice Cube ohne Ablenkung durchfluten. Die Augen des Teleskops lauern auf kleinste Lichtblitze. 5200 Fotosensoren spüren das schwache Licht der Teilchenspuren auf, die sich viele hundert Meter durch das Eis ziehen können. Entdeckte Lichtsignale wandeln die Sensoren in elektrische Signale um und leiten sie entlang der Stahltrossen nach oben an die Eisoberfläche ins Ice Cube Labor. In das Hirn des Teleskops. Hallo. Schon im Ice Cube Labor ist ein erstes Rechenzentrum installiert, das alle Daten aus dem Eis registriert, grob filtert und dann die Daten an Forschungsinstitute auf der ganzen Welt weiterleitet. Die Daten jedes einzelnen der über 5000 Sensoren im Eis laufen hier zusammen. Von hier wird der Detektor gesteuert. Von hier bekommt er seine Energie. Tausende Meter Kabel und Schrankwände voller Computer. Ein kleines Wissenschaftlerteam im Labor überwacht die Elektronik des Ice Cubes Tag und Nacht. Ich bin engagiert, um den Detektor am Laufen zu halten. Was auch immer passiert, ich bin hier, um jedes Problem zu lösen. Diese vielen Lämpchen hier zu sehen, macht mich glücklich. Denn wenn es grün, gelb, rot blinkt, funktioniert Ice Cube und sammelt eifrig Daten. Schön, nicht wahr? Ich finde den Raum hier sehr fotogen. Ich habe ihn schon oft fotografiert. Um den Detektor instand zu halten, bleiben einige Wissenschaftler auch in der Wintersaison auf dem Eis. Dann ist es hier minus 70 Grad kalt und immer Nacht. Die Sonne bleibt unter dem Horizont, nur der Mond zieht seine Bahn. Perfekt, um die changierenden Polarlichter zu sehen. Ionisierender Sonnenwind, der auf die Erdatmosphäre trifft und zu den Polen abgelenkt wird. Doch jetzt, in der Sommersaison am Pol, wenn es in Europa Winter ist, geht die Sonne niemals unter. Sie umkreist den Südpol in gleichmäßigem Abstand zum Horizont. Der Tag hat 24 Sonnenstunden. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist außer Kraft gesetzt, eine Orientierung am Sonnenstand unmöglich. Ein einziger Tag, der niemals zu enden scheint. Jakob von Santens Reise zum Hightech-Detektor Ice Cube im jahrtausendealten Eis der Antarktis endet nach 10 Sonnentagen.
Eine große Computerfarm auf dem Gelände des DESY bei Berlin ist gleichzeitig ein moderner Speicher und eine gigantische Rechenmaschine. Per Satellit kommen die Daten vom Südpol aus dem Ice Cube. Störstrahlungen und andere Einflüsse werden herausgefiltert. Wir machen das für Milliarden Ereignisse, von denen wir dann die wenigen seltenen Neutrino-Ereignisse herausfischen. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das ist die Datenanalyse. Wo hat die Neutrino-Wechselwirkung im Detektor stattgefunden? Wie viel Energie hatte das Ereignis? Und aus welcher Richtung kam es? Es ist wie die Suche nach der Nadel in einem gigantischen Heuhaufen. Nach hochenergetischen Neutrinos, die von so viel Energie zeugen, dass sie außerhalb unserer Heimatgalaxie der Milchstraße entstanden sein können. Die unzähligen Ereignisse im Eis filtern die Wissenschaftler immer weiter, bis sie auf die entscheidenden Lichtsignaturen stoßen. Also ja, das sind jetzt rohe Daten. Also wir sehen den ganzen Detektor, nicht in Echtzeit. Das ist hier habe ich eine Sekunde ausgelesen. Aber das ist jetzt tausendmal langsamer als in echt. Können wir uns das angucken in Echtzeit? Das geht auch. Es ist der Film nur eine Sekunde, aber es blinkt gewaltig. Mit einer immer feineren Filterung der Daten gelangen die Forscher zum Ziel. Die stärksten Lichtspuren im Eis haben einen Durchmesser von bis zu 600 Metern. Eine 600 Meter lange Lichtspur, ausgelöst von einem unsichtbar kleinen Teilchen. Dann sieht man wirklich nur da, wo wirklich viel Licht war. Hier geht die Spur durch. Das ist also das Myon, was Tscherenkov-Strahlung produziert. Und die Tscherenkov-Strahlung wird durch die Sensoren nachgewiesen. Hier sieht man es ganz klar. Ernie und Bert sind inzwischen nicht mehr allein. Nach ihrer Entdeckung haben die Forscher weitere kosmische Neutrinos nachweisen können. Das mit der bislang höchsten Energie haben sie Big Bird genannt. Also die große Hoffnung ist, dass wir möglichst bald die Quellen der hochenergetischen Neutrinos auflösen können. Wie wird diese kosmische Strahlung letztlich erzeugt? Und wie wird sie beschleunigt? Was sind die kosmischen Beschleuniger, die es geben muss? Und ich hoffe nicht, dass ich unbedingt den Rest meines Lebens nur in dieser Frage forschen muss, aber ich möchte diese Frage beantworten. Je schneller, desto besser. Mitten in Berlin. Hier steht das Zeiss Großplanetarium. Das Land Berlin lässt eines der größten Planetarien Europas auf den neuesten Stand der Technik bringen. Die Nachricht von den außergalaktischen Neutrinos fasziniert den Direktor. Bei der Eröffnung, die Neutrinos in der Kuppel sichtbar zu machen, wäre eine Sensation. Direktor Tim Florian Horn ist Spezialist für die Visualisierung kosmischer Phänomene. Mit modernsten Projektionstechniken will er die neuesten Erkenntnisse und Entdeckungen der Astronomie den Zuschauern vermitteln. Sein Haus versteht er als modernes Wissenschaftstheater. Immer wenn was Neues entdeckt wird, will man drüber reden und es auch zeigen. Da kann man am besten eine Verständlichkeit herstellen, indem man den Weg selbst auch präsentiert. Das geht im Planetarium sehr gut, weil man da wirklich eine Anmutung dafür bekommt, wie groß die Entfernung eigentlich zwischen den Orten im Weltall sein können. Allein im Sonnensystem wäre man in Echtzeit natürlich wochenlang unterwegs, monatelang unterwegs. Wir setzen insofern ein paar Sachen außer Kraft. Also wir fliegen mit Überlichtgeschwindigkeit, wo man zerstrahlt werden würde. Wir würden natürlich auch, wenn wir außerhalb unserer Milchstraße sind, die anderen Galaxien nicht sehen, weil unsere menschlichen Augen es gar nicht können, so lange Licht sammeln, Photonen sammeln, dass man was erkennt. Das sind dann sozusagen das ist dieser schmale Grat, den wir haben zwischen wissenschaftlich korrekt und der Verständlichkeit. Wir müssen Abstriche machen bei der wissenschaftlichen Korrektheit, um die Erklärung zu ermöglichen. Im Grunde sind wir ein Übersetzungsbüro für die Wissenschaft. Um
die neu entdeckten Neutrinos zu visualisieren, trifft sich Horn mit dem Neutrino-Forscher Christian Spiering und einem Visual Artist in einem Animationsstudio auf dem Gelände der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg. Zusammen wollen sie ein kosmisches Neutrino auf die Leinwand bringen. Die eigentlich unsichtbare Entdeckung auch für ein breites Publikum verständlich und erkennbar machen. Wie ein Neutrino tatsächlich aussieht, weiß keiner von ihnen. Was zeigen wir? Was zeigen wir wissenschaftlich korrekt? Bringen aber da noch mit rein, dass wir natürlich auch erklären wollen, was alles auf dem Weg zu finden ist. Also ich stelle mir eher vor, wie es sich bewegt und sehe sozusagen den Kondensstreifen vom Düsenjäger, aber sehe noch nicht mal den Düsenjäger selbst. Also mich interessiert, wie es da seine Bahn durch irgendwelche Objekte zieht. Oder ich stelle mir beim Neutrino einfach nur den Buchstaben Nü, den griechischen Buchstaben Nü vor. Reicht dann auch schon. Ich sehe eine Formel im Grunde vor mir. Stellt sich sofort die Frage, wo kommen Sie her? Wo lang fliegen Sie und wo wollen Sie hin? Ich bin das Neutrino. Ich fliege durch den Raum. Subjektiv. Und jetzt, subjektiv. Und jetzt kommen mir da plötzlich irgendwelche Galaxien, die rauschen an mir vorbei. Ich lasse sie hinter mir. Dann leerer Raum. Irgendwann taucht das Sonnensystem in unsere Galaxie auf. Und irgendwann taucht da ganz fern so eine blaue Kugel auf. Und das wäre dann die Erde. Für Spiering sind die Neutrinos bisher nur Teilchen ohne Gestalt. Der Visualisierungskünstler stellt ihm einige Ideen vor. Ja, also das ist ein Atommodell und kein Neutrino. Neutrino ist eher ein Punkt, also ist auf jeden Fall etwas nicht aufgelöstes, was ganz, ganz Kleines. Gut, können wir das nächste anmachen? Also hier ein Modell, was etwas mehr leuchtend ist, nicht ja. So fassbar und die Oszillation nach außen. Ja, das sieht jetzt so aus wie ein Kreistanz, ja? Also da sind so ein paar nette Elfen, die machen da ihren Reigentanz und oszillieren so dabei um eine grüne Kugel. Genau, mit so auch eine falsche Oszillation, ja. Das ist noch ganz interessant, glaube ich auch. Das ist auch, also ist schon unschärfer, ist schon interessanter. Ja, man denkt so an Sonneneruptionen und koronare Sonneneruptionen, ja. So ein bisschen das Problem ist ja vielleicht auch, dass bestimmte Sachen schon gelernt sind. Genau. Das sieht dann wahrscheinlich eher so aus wie Star Trek und es wabert durch die Gegend. Ganz, ganz aufgeregt. Sehr aufgeregt, das Neutrino, ja. Nein, ich habe hier vorhin gesehen, auf dem Schirm ist ja auch eine Version drauf, wo das eine scharf begrenzte Kugel ist, wie eine Billardkugel. So ein bisschen mit ausgefransten, also verschwimmenden Rändern, das bringt so ein bisschen dieses Geisterteilchen dann auch zur Geltung. Das ist das Einzige, was ich hier machen würde, ich würde es noch ein bisschen kleiner machen. Mir ist es eigentlich im Vergleich zur Größe des Schirms noch zu groß. Kein Problem. So, ja, so. Lassen wir es doch mal so. Im Zentrum für Teilchenphysik in Marseille bereitet sich die französische Forschergruppe inzwischen auf die Installation der ersten KM3-Net-Detektorenkette vor. Das sind die Augen unseres Detektors KM3-Net. Die optischen Module sind sehr sensitiv. Sie registrieren einzelne Photonen. Im Gegensatz dazu braucht das menschliche Auge mindestens 7 Photonen, um überhaupt etwas wahrzunehmen. Wir müssen zentimetergenau messen, wo das Photon auftrifft. Aber natürlich haben wir auch am Meeresboden eine Strömung, die unseren Detektor immer leicht in Bewegung hält. Deshalb haben wir in jedes Modul einen sehr präzisen Kompass eingebaut, der die Rotation und den Neigungswinkel in alle Richtungen ständig neu bestimmt. Sobald ein Neutrino im Detektor auf einen Atomkern prallt, rast es als Myon weiter.
Das Myon sendet Licht aus und aktiviert die einzelnen Sensoren entlang seiner Flugbahn. Über die Richtung der Flugbahn können die Forscher die Himmelsposition seines Ursprungsortes rekonstruieren. Die Menge des Lichts, das wir mit dem Teleskop messen, hängt von der Energie des Neutrinos ab. Wenn ein Niederenergie-Neutrino interagiert, erzeugt es nicht sehr viel Licht. Doch wenn ein Hochenergie-Neutrino eintrifft, leuchtet fast der komplette Detektor wie ein riesiger Weihnachtsbaum auf. KN3NET wird ein mächtiger Tiefseedetektor sein. Das Pendant zu Ice Cube auf der Nordhalbkugel der Erde. Jeder Detektorstrang ist 700 Meter lang und trägt 18 basketballgroße Sensoren. Wenn ich unten auf dem Meeresgrund entlang spazieren könnte, im Wald der Detektorenstränge, wäre das sicher ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Das Teleskop ist nicht starr, sondern schwebt mit der Strömung im Wasser. Deshalb muss jeder einzelne Sensor seine Position fortlaufend neu bestimmen. Nur so können die Forscher die Richtung der Neutrinos berechnen. Zurück im Animationsstudio. Tim Florian Horn hat aus dem Planetarium ein Softwareprogramm mitgebracht, mit dem er das bislang bekannte Universum animieren kann. In diesen Weiten versucht das Team, dem Neutrino einen schnurgeraden Weg von seiner Quelle auf die Erde zu bahnen. Eine Grafikkarte oder ein Computersystem schafft es nicht, diese großen Skalen vernünftig darzustellen. Wir müssen auch hier in Trick 17 machen, dass die Koordinatensysteme ineinander verschränkt sind. Und im Grunde wir ja auch schneller fliegen als das Licht. Ganz gut wäre bei diesem Durchqueren von irgendwelcher Materie, ob das nun Asteroiden sind oder ob das die Erde ist, dass man das Ganze nochmal runterzoomt auf eine atomare Ebene. Also auf die Ebene, wo ich sehe, da ist ein Atom, Kern in der Mitte, Elektronen kreisen da irgendwie rum. Und trotzdem ist es letzten Endes ein leeres System, durch das das Neutrino völlig ungestört hindurchfliegt. Nicht? Und die ganze Erde besteht aus solchen leeren Systemen und deshalb ist sie eben durchlässig für Neutrinos. Die atomare Ebene soll zeigen, warum das Neutrino ungehindert durch Wände und ganze Planeten geistern kann. Ein Flug durch das Nichts. Es gibt immer wieder neue Dinge, die wir erzählen wollen. Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass es grafisch dann nicht 1000-prozentig ist. In Marseille bereiten die Wissenschaftler den Transport eines Detektorenstrangs vor. Hier haben wir die Struktur, die wir nutzen, um KM3NET 4 Kilometer tief im Mittelmeer zu installieren. Die KM3NET-Sensorlinien sind Linien, die sich vertikal vom Meeresgrund ausgehend hunderte Meter hoch erstrecken. 800 Meter bei den Einstellungen zu den hohen Energien und 200 Meter hoch für unser Setup hier in Frankreich. Doch vor der Installation wickeln wir zunächst die flexible Leitung auf diese sphärische Struktur her, einen Aluminiumrahmen von 2 Metern Durchmesser. Jede Aktion ist genau geplant und wird mehrfach getestet. Den String mit den Sensorkugeln rollen die Wissenschaftler zu einem großen Ball auf. Für seine Versorgung und Befestigung am Meeresgrund haben sie einen speziellen Anker entwickelt. Den aufgerollten String laden sie bei der letzten Aktion in der Konstruktionshalle auf den gelben Meeresanker. Die erste Sensorenkette ist abreisefertig. Zusammen mit dem Anker wird der aufgewickelte erste Sensorenabschnitt verladen und verschifft. An Bord eines Forschungsschiffs geht es 40 Kilometer vor die Küste des Mittelmeers. In dieser Nacht soll der erste KM3-Netz-String den Boden des Mittelmeers in 3500 Metern Tiefe erreichen. Langsam, mit einer Geschwindigkeit von 12 Metern pro Minute,
senkt sich das Sensorenanker-Duo auf den Meeresgrund. Begleitet wird es von Tauchrobotern, die Ingenieure vom Schiff aus steuern. Nach 4,5 Stunden erreicht das Vehikel den Meeresboden. Roboterarme verkabeln den Anker mit der Tiefseeinfrastruktur, die Energie und Informationen mit der Küstenstation verbindet. Dann zieht eine Boje den Rahmen empor. Der Sensorstrang wickelt sich wie Garn von einem Knäuel nach oben vom Metallrahmen ab und entlässt die einzelnen Fotosensoren an ihren definierten Endpositionen. Die Montage des ersten Detektorstrangs ist ein Erfolg. Viele hundert weitere werden folgen. Bald wird auch KN3NET extragalaktische Neutrinos nachweisen. Im Berliner Planetarium will das Forscher-Animationsteam das Ergebnis seiner ungewöhnlichen Zusammenarbeit anschauen. Ein kosmischer Premierenabend. Das Universum ist für die Wissenschaft ein gigantisches Labor. Um die kosmischen Teilchenbeschleuniger zu verstehen, um die Gültigkeit grundlegender Gesetze der Physik zu prüfen und um Regionen zu erkunden, in denen Schwerkraft, Dichte und Temperatur extrem hoch sind. Dort, wo Sterne explodieren oder in sich zusammenfallen und ein schwarzes Loch entsteht. Eine kosmische Explosion in einem Millionen Lichtjahre entfernten gigantischen Teilchenbeschleuniger. Ein riesiger Teilchenjet, den ein supermassives schwarzes Loch im Herzen einer aktiven Galaxie aussendet. Diese Jets können mehrere hunderttausend Lichtjahre weit in den galaktischen Raum reichen. Sie beschleunigen die kosmischen Teilchen und erzeugen dabei Neutrinos. Das Neutrino fliegt knapp unter Lichtgeschwindigkeit. Weil es praktisch keine Masse hat und nicht geladen ist, wird es von anderen Teilchen weder abgebremst noch von seiner Bahn abgelenkt. Dadurch kann es durch alles hindurchrasen, ohne einen Zusammenstoß zu riskieren. Atome, aus denen auch unser Körper aufgebaut ist, bestehen zu über 99,99% aus leerem Raum. Zwischen dem Atomkern in der Mitte und den noch winzigeren Elektronen darum gibt es für das Neutrino enorm viel Raum und nichts als ein elektrisches Feld. Das Neutrino spürt aber im Unterschied zu den meisten anderen Partikeln keine elektrischen Kräfte. Es muss schon direkt auf einen Atomkern prallen, wenn es gestoppt werden soll. Und das passiert sehr, sehr selten. Dieses seltene Ereignis zu finden, gelingt nur mit gigantischen Detektoren. Nur durch Zufall und mit der von Wissenschaftlern berechneten geringen Wahrscheinlichkeit prallt es im Ice Cube auf einen Atomkern. Nun ist es zum ersten Mal gelungen, diese außergalaktischen Neutrinos nachzuweisen. Ernie und Bert sind Megastars der Astro- und Teilchenphysik. Wir haben ja mit der Entdeckung dieser kosmischen Neutrinos ein neues Fenster aufgestoßen. Aber wir haben es nicht richtig aufgestoßen, vielleicht einen Spalt breit offen. Wir wissen, da ist was, aber wir haben diese weiße Landschaft noch nicht kartografiert. Wenn wir jetzt noch mehr von diesen Teilchen finden und sie noch bestimmten Quellen zuordnen können, dann setzt sich für diese Quellen so ein Mosaikbild zusammen und wir können dann wirklich sagen, wie die funktionieren, also wie die wildesten Maschinen im Kosmos funktionieren. Die moderne Physik zeigt, dass das Verhalten der Elementarteilchen auf allerkleinster Ebene und die Entwicklung des Universums im Ganzen untrennbar verbunden sind. Mit Modellen und Theorien versuchen Wissenschaftler, die Grenzen der Physik auszuloten und zu überschreiten. Neutrinos werden helfen, sie zu beweisen. The
Unser größtes Ziel ist es, irgendwann eine der gewaltigen Quellen der Neutrinos, die wir hier in unseren Detektoren nachweisen, definieren zu können. Quellen wie etwa schwarze Löcher, die Materie fressen, oder Kollisionen schwarzer Löcher. Um sicherzugehen, dass wir tatsächlich eine dieser Quellen finden, brauchen wir mindestens 10 Neutrinos, die aus einer einzigen Quelle stammen. Die Geschichte lehrt uns, dass wir nicht überrascht sein sollten, wenn uns unser neues Teleskop zudem ungeahnte Überraschungen beschert. Wenn es hochentwickelte Zivilisationen im Kosmos gibt, dann möchten die vielleicht nicht abgehört werden von solchen niedrig entwickelten Zivilisationen wie unserer. Also entschließen sich zur Kommunikation, keine elektromagnetischen Wellen zu nehmen, sondern etwas anderes, zum Beispiel Neutrinos. Das heißt, stellen Sie sich vor, wir sehen auf einmal ein Morse-Signal von außerirdischen Zivilisationen in Neutrinos.